Vielen Dank, Frau Vizepräsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Frau Vizepräsidentin, ich hatte gerade eine ältere Version der Tagesordnung, deswegen sehen Sie es mir nach, dass ich den Geschäftsordnungsantrag gestellt habe. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es scheint, als wollten Herr Wieder und Herr Dr. Zeschmann Honig noch dicker auftragen. Wie populistisch sollen denn Ihre Forderungen noch ausfallen? Mir kommt es so ein bisschen vor, als treten Sie hier mit Ihren Anträgen so ein bisschen auf wie der Rattenfänger von Hameln. Sie möchten den Eindruck erwecken, dass jeder Bewohner des ländlichen Brandenburgs förmlich danach verlangt, eine Bushaltestelle direkt vor seiner Haustür zu haben. Im Ausschuss und jetzt auch gerade in der Arena habe ich sogar behauptet, dass selbst der entlegenste Bauernhof mit dem öffentlichen Nahverkehr erschlossen werden müsse. Aber Sie wissen genauso gut wie ich, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass eine allumfassende Lösung, die jeden und alles abdeckt, schlichtweg nicht möglich ist. Und vor allem, es gibt immer ein Abwägen von Aufwand und Nutzen. Und in den meisten Fällen zeigt sich, dass es Kennzahlen gibt, wie zum Beispiel die Anzahl der Fahrgäste, unterhalb derer eine dauerhafte, vertretbare Lösung schlichtweg nicht realisierbar ist. Sie möchten das Angebot der Regionalbahn quantitativ erhöhen. Das bedeutet letztendlich mehr Fahrten in kürzeren Abständen, ist gerade schon alles genannt worden. Beides erfordert mehr Fahrzeuge und vor allem mehr Fahrer. Dazu braucht es Zeit und es braucht Geld. Und wo soll aktuell dazu das Personal herkommen? Auch gerade debattiert worden. Wer finanziert die zusätzlichen Fahrzeuge? Ich kann mich da an der letzten Legislatur erinnern, als es da schon mal einen Vorfall bei Fahrzeugbestellungen aus Polen gab. Wer garantiert, dass durch diese erweiterte Angebot letztendlich auch mehr Fahrgäste gewonnen werden? Wie soll das langfristig finanziert werden? Und allein die Einführung des 49-Euro-Tickets könnte dazu führen, dass das Angebot eher reduziert werden muss. Ihr Antrag, sehr geehrte Damen und Herren, ist sehr oberflächlich durchdacht. Und darüber hinaus stellt sich die Frage, ob die Menschen, die Sie an den öffentlichen Nahverkehr anschließen wollen, das überhaupt noch wollen, so wie Sie sich das jetzt vorstellen. Für wen ist denn die Anbindung an Berlin wirklich so attraktiv? Oder betrachten wir diese Sache doch einmal aus einer anderen Perspektive. Wer möchte in den Weiten der Brandenburger Region wirklich, dass sein Dorf oder seine Ortschaft plötzlich im Stundentakt oder noch öfter mit Bus und Bahn erreichbar ist? Haben Sie die Menschen einmal danach gefragt? Haben Sie in Elbe-Elster, in der Uckermark oder im Spree-Neiße-Kreis mal nachgefragt? Wir haben es getan und dabei haben wir festgestellt, dass es viele Menschen gar nicht wollen oder zumindest nicht mehr. Viele Bürger sind sich nämlich bewusst geworden, dass ein flächendeckender öffentlicher Nahverkehr nicht nur sie in die Städte bringt, sondern in erster Linie auch städtische Probleme, Migranten, Asylsuchende, zu ihnen. Eine entscheidende Voraussetzung für die Unterbringung von Flüchtlingen und Migranten auf dem Land ist nämlich das Vorhandensein einer funktionierenden Nahverkehrsinfrastruktur. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das stammt nicht von mir, das ist nur die Einleitung, jetzt kommt die Auflösung. Das Fraunhofer Institut hat eine Studie mit dem Titel Nahmobilität für Migranten als Bestandteil einer erfolgreichen Integration veröffentlicht. Lassen Sie uns doch einmal über diejenigen schweigen, die aus Berlin in das Land Brandenburg ziehen. Die Brandenburger erleben derzeit, wie die Grundstückspreise in die Höhe schießen und wie Berlin landeseigene Wohnungsgesellschaften sich immer weiter in Brandenburg ausbreiten und ihr Klientel mitbringt. Auch Kriminalität nimmt zu. Meine Kollegin hat es gerade angesprochen. Hierzu, meine sehr geehrten Damen und Herren, haben wir das Schwarzbuch Kriminalität in Brandenburg veröffentlicht, das alle relevanten Zahlen enthält. Ist das Ihr Verständnis eines Systemwechsels, Herr Dr. Zeschmann, Herr Wieder? Ist es das, was Sie mit Ihren Anträgen unterstützen möchten? Die Menschen auf dem Land haben mittlerweile einfach nur Angst vor den kommenden Veränderungen. Und das ist nachvollziehbar. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, die AfD-Fraktion ist inzwischen die einzige Fraktion in diesem Hause, die die Interessen der Brandenburger Bevölkerung vertritt. Das haben die Debatten heute und vor allem gestern und vorgestern gezeigt. Dies zeigen auch die aktuellen Wahlumfragen und die Debatten, wie ich es eben angedeutet habe, die wir jetzt auch in diesem Monat hatten. Zu dem Entschließungsantrag benannten 4 Punkten, die durchaus sinnvoll sind, können wir zustimmen, was wir auch tun werden. Wir sagen aber daher ganz klar Nein zu diesen beiden Anträgen der BVB Freien Wähler und ganz klar Ja zu einem Angebot, das tatsächlich Bedarf deckt und darüber hinaus attraktiv, sauber und vor allem sicher ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Abonnieren Sie unseren Kanal. Und falls unser Kanal mal gelöscht oder gesperrt wird, alle Beiträge finden Sie auch auf Telegram. Die Links sind unten in der Videobeschreibung.